Gitarrenriffs für die Bluesbegleitung gehören mit zu den Basics des Gitarrenspiels. Also wer Gitarre lernt, beschäftigt sich üblicherweise auch mal damit, wie man einen Blues begleiten kann. Auch für Jam-Sessions, ob zu zweit oder in Bandkonstellationen, ist ein Blues immer wieder der kleinste gemeinsame Nenner bei Musikern, die ansonsten eher nicht zusammenspielen. Also wenn man keine gemeinsamen Songs kennt. Besonders beliebt bei uns Gitarristen sind dabei die Varianten Blues in E oder Blues in A. Ein Problem ist mir dabei aber immer wieder begegnet. Wenn man mit Nicht-Gitarristen zusammenspielt, kann man sich die Tonart in aller Regel nicht aussuchen. Und die typischen Blues-Begleitpatterns funktionieren aufgrund der verwendeten Leerseiten oftmals nur in den Tonarten A und E. Aus diesem Grund habe ich mir irgendwann mal eine Weile Gedanken gemacht, wie eine Blues-Begleitung aussehen könnte, die komplett auf dem Griffbrett verschiebbar ist und die daher für alle Tonarten funktioniert. Einige dieser Möglichkeiten präsentiere ich dir in diesem Video. 5 schöne und eigentlich nicht zu schwere Begleitriffs für alle Tonarten. Bleib dran! Ich dachte in meiner Anfangszeit immer, dass Blues-Songs generell in den Tonarten E oder A gespielt werden. Weil immer, wenn in einem Lehrbuch das Thema Bluesbegleitung aufgegriffen wurde, wurde es in diesen Tonarten gezeigt. Warum ist das so? Was gibt es da für eine Erklärung? In den Tonarten E und A haben wir ja die Grundtöne der Akkorde größtenteils als Leerseiten vorliegen, wodurch man weniger greifen muss und man hat auch mehr Freiheit für Verzierungen oder interessante Akkordvoicings, Überleitungen und dergleichen. Und die typischste Gitarrenbegleitung mit Quint und Sext Griffen im Wechsel ist sehr viel einfacher zu greifen, wenn eine der Seiten dabei eine Leerseite ist. Und heute immer noch spiele ich am liebsten Blues in E oder in A, wenn ich es mir aussuchen kann. Aber als ich anfing, mich mit Nicht-Gitarristen auch auseinanderzusetzen und mit anderen Leuten zusammenzuspielen, habe ich gemerkt, dass ich damit selten durchkomme. Saxophonisten wollen lieber in F oder in B spielen, Sänger am liebsten, je nach Tagesform, jedes Mal in einer anderen Tonart. Und mein Klavierlehrer im Studium sagte mir sogar, ein Profi muss alles in allen Tonarten können. Soweit die Theorie. Auf der Gitarre geht nun mal nicht alles in allen Tonarten, aber ich dachte mir irgendwann, es muss doch auch schöne, spannende, aber trotzdem einfache Möglichkeit geben, einen Blues in F, G oder in B zu begleiten. Also fing ich irgendwann an, Blues-Begleitriffs zu sammeln, die ich irgendwo gehört oder gesehen hatte. Und darum soll es heute eigentlich gehen. Ich zeige dir 5 Möglichkeiten, 5 Riffs, mit denen du einen Blues alleine oder im Bandkontext begleiten kannst. Die Riffs sind völlig flexibel einsetzbar. Und sie haben 2 praktische Eigenschaften. Die Riffs spielen sich in einem relativ engen Griffbrettausschnitt ab und sie kommen komplett ohne Leerseiten aus. Damit sind sie komplett einfach verschiebbar, je nach Tonart. Du kannst sie in B-Dur nutzen wie in C-Dur. Übrigens, wenn du neu hier bist und noch mehr von mir lernen willst, denke auch daran, meinen Kanal zu abonnieren, dann verpasst du kein neues Video mehr. Und wenn du noch mehr Input brauchst, schau dir auch mal mein Unterstützerprogramm auf der Plattform Steady an. Da gibt es von mir jeden Monat auch noch weitere Bonusinhalte, sodass dir garantiert nicht mehr langweilig werden wird. Zur besseren Vergleichbarkeit zeige ich dir alle Beispiele am Blues in G. Ein ganz normales Blues-Schema mit 3 Akkorden. Zur Orientierung habe ich auch in den Noten immer die Grundakkorde G7, C7 und D7 hingeschrieben, damit du nachvollziehen kannst, an welcher Stelle des Blues-Schemas wir uns gerade befinden. Lade dir am besten auch gleich das PDF mit allen Notenbeispielen herunter oder gerne auch die GPX-Datei, wenn du Guitar Pro verwendest. Dann kannst du am einfachsten mitmachen und auch ohne das Video immer wieder anzuschauen, das Ganze üben. Also gut, dann würde ich sagen, lass uns anfangen. Beispiel 1 ist einfach eine Bassfigur, die du auch wunderbar mit einem Bassisten unisono spielen kannst, dass beide genau das gleiche spielen. Funktioniert aber auch, wie ich es jetzt heute mache, als alleine gespielte eigenständige Begleitung. Ich hau dabei ganz ordentlich in die Saiten und spiele die Viertelnoten relativ kurz. Nicht abgehackt, aber auch nicht besonders legato. Fingersätze findest du übrigens auch immer in der Notenzeile. Also wenn du dir das PDF zum Video herunterladen möchtest,
schau mal nicht nur in die Tabs, sondern auch in die Noten. Da stehen die Fingersätze für die linke Hand an den kritischen Stellen. Blues Riff 2 ist bedeutend schwerer, weil wir durchgehend Achtelnoten haben und weil auch innerhalb eines Takts Lagenwechsel vorkommen. Also ich spiele es ja mal vor. Blues Riff 3 funktioniert mit geslideten Akkorden. Das würde ich vielleicht für ein etwas langsameres Tempo nehmen, für mein Gefühl. Aber auch das ist komplett verschiebbar, egal ob du jetzt einen Blues in G hast, in A oder in C. 1, 2, 3, 4. Klingt einfacher als es ist, finde ich. Die Akkorde sauber zu sliden, dreistimmig hin und her, ist eine ganz schöne Herausforderung. Die Finger müssen gut greifen, dass da kein Ton unterwegs abstirbt, aber ist eine sehr schöne Begleitung, wie ich finde. Weil das Thema Blues so beliebt und so wichtig ist, habe ich im letzten Jahr einen umfangreichen Videokurs dazu aufgenommen. In 25 Videos zeige ich darin für Einsteiger und auch für weit Fortgeschrittene, was man können muss, um im Blues mitzuspielen. Also es geht einerseits um das Solospiel, aber auch um die Begleitung. Alles schön der Reihe nach. Ich zeige verschiedene Bausteine, zum Beispiel Akkorde, den passenden Gitarrensound, verschiedene Blues-Schemata in Dur und Moll, Solo-Licks und mehr. Und diese Bausteine werden dann im nächsten Schritt immer gleich zu praktisch funktionierenden Songs zusammengefügt. Mit Bandbegleitungen zum Mitspielen, alles, was du brauchst. Also schau dir den Kurs gerne mal an. Den Link dazu findest du unter jedem Video in der Beschreibung. Blues Riff 4 ist sehr rhythmisch. Auch Betonung auf die Offbeats, auf die Unzählzeiten. Das muss rhythmisch genau sitzen, sonst klingt es einfach nicht schön. Und es sind volle Akkorde diesmal dabei. Dieser als G9 und das Gegenstück dazu C9. Den wir auch als D9 nehmen dann. Auch so für nicht ganz so schnelles Tempo geeignet, würde ich sagen, das ist es zu schwer zu spielen. 1, 2, 3, 4. Und wie du dir wahrscheinlich schon gedacht hast, ist das letzte Riff, Blues Riff 5, das schwerste. Deswegen spiele ich es mal wieder ein bisschen langsamer. Thank you.
Das waren also meine heutigen 5 Vorschläge für Blues-Riffs, die verschiebbar sind und für alle Tonarten einsetzbar. Aber wie arbeitet man denn jetzt damit? Ich würde dir empfehlen, such dir erstmal einen Riff aus, dass du komplett auswendig lernst und dann am besten jeden Tag mal in einer anderen Tonart spielst. Mach dir dazu immer wieder klar, welche 3 Akkorde zur jeweiligen Tonart gehören, also was ist die 1., 4. und 5. Stufe des Blues in dieser Tonart. Zum Reinkommen würde ich dann einfach mal eine reine Akkordbegleitung erstmal spielen, also nur die 3 Akkorde einen Durchgang, damit du auch den Ablauf ins Ohr kriegst und weißt, was du tust. Anschließend dann überträgst du das komplette Riff auf die neue Tonart. Und dann ist auch eine schöne Übung, dass man immer abwechselnd einen Durchgang Akkorde spielt, einen Durchgang das Riff. Das klingt besonders interessant, wenn du jetzt nicht 100-mal dasselbe spielst bei der Blues-Session, sondern du bist in der Lage, dann spielerisch zu wechseln zwischen verschiedenen Begleitstilen. Es gibt so viele Möglichkeiten. Ich wünsche dir viel Spaß bei der Umsetzung. Denke daran, dir auch die Noten und Tabs herunterzuladen. Gib mir den Daumen nach oben, wenn es dir gefallen hat. Vielen Dank und bis bald.